Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist der Nils und weiter geht's mit News aus dem Bereich Hightail. Ich frage mich heute, was wird Hightail kosten? Was für Möglichkeiten gibt es hier für Hightail? Das ist meine persönliche Meinung. Es gibt viele Meinungen im Netz. Ich habe mich mal umgehört im Internet bei anderen YouTubern und auch auf der Website von Hightail oder bei Twitter zum Beispiel. Also auch hier gibt es ja entsprechende Nachrichten, was Hightail sich vorstellt, wie es ablaufen könnte. Meine persönliche Meinung ist, nachdem ich mir vor allem auch ein paar YouTuber angeguckt habe und auch einfach aus den Erfahrungen heraus von den Spielen, die in den letzten Jahren gut gelaufen sind, sei es jetzt Minecraft oder sei es Fortnite oder andere Spiele, ich bin zu folgender Meinung gekommen, oder so würde es ich machen, Hightail wird einen einmaligen Preis haben, das heißt, man wird ca. 15 bis 20 Euro für das Spiel bezahlen. Ich bin momentan so auf den Preis eingespielt von ca. 23 Euro, so würde ich machen, ich würde 23 Euro ungefähr verlangen für das Spiel und zwar aus dem ganz einfachen Grund, wenn man es free to play machen würde, dann bräuchte man einen sehr starken finanziellen Partner, der einen den Rücken stärkt. Und ich weiß nicht, ob Hightail das hat. Wenn Hightail nämlich jetzt sagt, zum Beispiel, wir verlangen 20 Euro oder 23 Euro, dann ist man auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite, dass wenn man zum Beispiel 1 Million Spiele verkauft, eben dann hier 1 Million mal 23 Euro oder 20 Euro eingenommen hat. Und dann hat man schon mal einen Teil der Kosten sicher drin. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube nicht, dass das Spiel mehr wie 25 Euro kosten wird. Ich habe in meinem persönlichen Umkreis sehr viele Kids zwischen 8 und 15 Jahre und die meisten sind bereit, also ohne lange nachzudenken, 20 Euro für ein Spiel zu bezahlen. Bei 25 Euro, 30 Euro wird es dann schon schwierig, von den Eltern das Geld zu kriegen, weil man natürlich auch andere Spiele kaufen will. Und dann denke ich mal, so 20 Euro ist das ist der Preis, der auf jeden Fall drin sein wird. Im weiteren Bereich denke ich mal, dass Hightail zwei Sachen anbieten wird, die darüber hinaus dann noch Geld kosten wird. Das eine werden monetarisierte Services sein. Ich denke hier an den freiwilligen Kauf von Skins, von Styles, von zusätzlichen Items, die man sich dann kaufen kann. Das kennt man ja aus World of Warcraft oder aus Fortnite, wo man sich einen kleinen Hund kaufen kann oder einen Papageien, der irgendwo mitfliegt oder einen Bären, der daneben mitläuft. Also ein Haustier, vielleicht auch ein kleines Tier, was mitkämpft. Wobei ich da mir nicht so sicher bin, denn es wird bei den zusätzlichen Items meiner Meinung nach so sein, dass diese Items keine Veränderungen im Spiel haben wird. Das heißt, man wird nicht stärker oder man hat keine stärkere Rüstung. Es ist ein reines kosmetisches Styles oder Skins, die man da kaufen kann und man wird auch keinen schnelleren Stufenaufstieg bekommen. Also wirklich nur Kosmetik, sei es jetzt Skins, Styles oder zusätzliche Items. Das zweite große Bereich, wo Hightail auch sehr viel Geld verdienen wird, das ist der das Vermieten sozusagen von Hightail-Servern. Auch hier gibt es ja viele Informationen, was da so abgehen soll. Ich glaube, da wird man auch sehr, sehr viel Geld verdienen, sodass man hier mehrere, insgesamt also drei Möglichkeiten hat, an Geld ranzukommen. Erstens, nochmal zusammenfassend, ich bin der Meinung, persönlichen Meinung, Hightail wird zwischen 15 Euro, 20 Euro, 23 Euro kosten, auf keinen Fall mehr wie 25 Euro. Es wird einen Shop geben mit dem Freiwilligen, mit der Möglichkeit, freiwillig Skins zu kaufen, Styles oder Items. Und dann natürlich das dritte Standbein, das ist das Vermieten von Servern, um auch hier Geld zu verdienen. Ja, das war's schon. Wenn euch das gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, bleibt mir treu und wir sehen uns im nächsten Video.